Ja, Weihnachten ist jetzt schon eine Woche her. Die Krippe steht noch draußen, aber das Christkind liegt da schon nicht mehr. Jesus ist schon weitergegangen. Wir durften es gerade eben kurz durch die Kinderansprache schon hören und uns selber fragen, wie geht's denn weiter? Ja? Wie ging es weiter mit Jesus? Was kam als nächstes? Denn die Weihnachtsgeschichte war nicht ein Ende in sich selber, sondern es war der Anfang von was ganz Großem, von was ganz Besonderem. Und dem wollen wir auch nachgehen und Jesus nachgehen und herausfinden, was kommt denn nun Jesus? Und heute Morgen dürfen wir uns die Frage auch selber stellen, wie geht es eigentlich weiter? Ja? Ich denke, das ist so eine Frage, die uns sehr oft selber betrifft. Nachdem die Gans aufgefuttert ist, die Weihnachtsgans, und wir uns wieder ranmachen an unser Leben, dann müssen wir wieder diese Geschichten hervorheben in unserem Leben und uns fragen, ey, was passiert denn jetzt als nächstes, Gott? Was geschieht dort als nächstes, ja? Wie geht diese Geschichte weiter? So war es auch damals mit Jesus. Wir durften eben mal kurz diese Begebenheit hören, was als nächstes geschah. Denn knapp eine Woche nach Weihnachten, da war dieser Jesus, der eine Woche zuvor noch friedlich in der Krippe war, für den ging es schon weiter, ja. Und wir wollen mal weiterlesen im Lukas-Evangelium gleich und uns kurz vor Augen halten, was genau dann passierte, welche Begebenheiten dort waren und schauen, was können wir davon lernen, auch heute für unseren Zeugnisgottesdienst, ja. Wir lesen mal im Lukas-Evangelium. Am achten Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus. Als die Zeit vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Hey, das ist so ein Teil, der gehört total nicht in die Werbung, ja, so eine Beschneidung, ja. Das ist uns heute fremd, aber damals war es tatsächlich Teil des Gesetzes. Und wir sehen hier, wie Jesus' Eltern einfach nur treu waren, genau diesem Gesetz, und genau das getan haben, sich an Gottes Gebote gehalten haben, ja. Jesu Eltern waren treu und sie wollten auch, sie wollten Gott treu sein. Und nahmen Jesus deshalb mit und führten mit ihm, ganz nach dem Gesetz vorgegeben, die Dinge durch, unter anderem auch das Opfer. Und so gingen Jesu Eltern zum Tempel hin, um Jesus im Tempel in Jerusalem zu präsentieren. Und dort im Tempel, da gab es ein paar ganz spannende Begegnungen. Nämlich haben die Eltern dort nicht nur Opfer gebracht, ein Dankesopfer zum Herrn, ja, sondern sie haben auch Menschen getroffen. Ihr durftet vorhin, ihr Kinder besonders, durftet gerade schon mal mit eurem Bingo-Spiel zwei dieser Leute kennenlernen, die dort auf die Eltern hinzugingen. Habt ihr die Namen noch vor Augen? Wie hießen die zwei, die dort auf Jesus zugingen? Ja, ich glaube, ihr kennt es noch. Sonst müsst ihr die Preise gleich wieder zurückgeben. Nun, zum einen sind sie Simeon begegnet, einem alten Propheten, der dort im Tempel war und der das Kind quasi an sich nahm und Gott lobte, als er Jesus gesehen hatte. Irgendwie hatte er den Geist Gottes in sich und erkannte Jesus für den Heiland, der Jesus auch war. Aber Simeon war nicht alleine, da gab es noch eine Begegnung. Wir lesen hier weiter. Technik? Dankeschön. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Das ist eine ganz besondere Frau hier. Wir lernen nicht viel über sie, aber wir können schon erahnen, dass sie ein ziemlich hartes Leben gehabt haben muss. Denn für damalige Zeiten, wenn man als Witwe war, es immer sehr, sehr schwierig, ja? War das Leben sehr hart. Und wir erfahren hier von ihrer Geschichte lediglich, dass sie nur kurz verheiratet war. 7 Jahre. Ja, damals haben die Leute früh geheiratet und für jemanden, was das bedeutet für jemanden, seinen Mann, für eine Frau, ihren Mann so kurz danach zu verlieren, muss wirklich ein sehr dramatischer Einschnitt in ihr Leben gewesen sein. Denn das war ihr Lebensunterhalt. Wir wissen nicht, warum ihr Mann verstorben oder weggelaufen war. Vielleicht konnte sie keine Kinder kriegen. Damals mehr als genug Grund für jemanden, aus einer Ehe zu entfliehen.
Und so musste sie alleine klarkommen. Das war ein schwieriges Leben. Es war quasi, sie war verdammt dazu, arm zu sein, einfach ohne Kinder, ohne Mann. Ja, das muss ein sehr hartes Leben gewesen sein. Und auch sie hat sich bestimmt oft gefragt, wie geht das weiter mit mir her? Wisst ihr? So wie wir das auch tun. Wie geht es weiter mit mir? Und es ist ermutigend zu sehen, wie diese Hanna hier, was sie mit ihrem Leben aus ihrem Leben gemacht hat. Denn wisst ihr, wir finden sie nicht in irgendeiner Gasse arm und hoffnungslos, sondern Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel Gottes zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Diese Frau hat mit ihrem schweren Leid etwas ganz Besonderes gemacht. Sie hat nicht darauf rumgehockt und war hoffnungslos, sondern sie ist in den Tempel gegangen und sie hat sich ganz auf Gott besinnt, hat ihre ganze Hoffnung auf Gott gelegt und da war sie gut versorgt. Und sie ist ins Gebet eingestiegen und hat gewartet, das durften wir letztens auch hören, dass Hoffnung im Alten, im Hebräischen eigentlich warten heißt, ein gespanntes Warten. Und so wartete auch diese Frau gespannt darauf, dass Gott etwas tun würde und ihr den Heiland zeigen würde. Und dann kommt diese besondere Begegnung hier, nämlich während Simeon, der wahrscheinlich Jesus noch festhält hier, noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Hey, liebe Gemeinde, da dürfen wir uns ein Beispiel dran nehmen. Ich weiß nicht, wie euer Leben ist. Wir haben ja einige Witwen unter uns, einige Waisen. Einige Pflegekinder, ja, das sind sehr harte Geschichten, die oft in unser Leben geschrieben sind. Aber wir dürfen uns an dieser Hanna wirklich ein Beispiel nehmen, was sie getan hat. Sie trat heran, sie konnte nicht schweigen und sie begann ebenfalls Gott zu loben. Das wollen wir auch heute Morgen tun. Das durften wir schon mit der Hilfe von der Band im Gesang. Und gleich nach einem Vortragslied haben auch wir die Gelegenheit, Gott zu loben? Habt ihr die Gelegenheit, Gott zu loben? Wir würden heute gerne an diesem Zeugnisgottesdienst von euch hören, was tut Gott in eurem Leben?